Hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus dem wunderschönen Alanya. Ich bin hier heute Morgen in der Burgblickwohnung meiner Schwiegereltern auf der Seite zu den Bergen. Man sieht, hier ist doch einiges hier bewölkt gerade. Luftfeuchtigkeit ist auch ein bisschen hochgegangen. Und ich mache immer mal wieder so Wohnungsinspektionen, dass ich immer mal gucke, ist alles in Ordnung. Ich habe jetzt gemerkt, hier mal ein bisschen die Fenster ein bisschen auflassen über Nacht, damit man hier ein bisschen Luft reinkriegt, ein bisschen frische Luft hin und wieder mal, gerade wenn das Klima so wechselt. Ne? Und von hier aus sieht man auch sehr gut das Haus, in dem wir einige Wohnungen gekauft haben, was jetzt immer schneller weitergeht. Und das wollte ich euch mal zeigen, wie das Dach jetzt aussieht. Und die sind jetzt auch gerade dabei, die eine Seite schon von außen und innen zu verputzen. Hier kann man es sehen, zwischen den anderen Häusern. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Da ist es und man sieht, ja, die Dachkonstruktion ist jetzt oben drauf. Und an der einen Seite ist ein Netz und das ist dazu da, dass die Leute von außen besser rankommen und da arbeiten können, um den Putz drauf zu machen. Also es wird jetzt von außen und von innen verputzt. Ist ja alles schon gemauert, die Wände stehen und jetzt geht's fleißig weiter. Hier oben gibt es noch eine Duplex, so viel ich weiß, und unten noch eine 1+1. Also wenn dich das interessiert, einfach mal an Ali fragen. Hat aber auch noch einen schönen Blick hier raus. Das sieht man sich von hier aus jetzt nicht, aber man kann sehr schön die Berge gucken und hier runter auch ein bisschen aufs Meer. So, die Alexandra und ich fahren mal runter zum Dienstagsmarkt, ja, und gucken zum einen mal nach gesundem Essen. Wir ernähren uns gerade sehr gesund. Könnt ihr auf unserem anderen Kanal Ruhe Energie auch mal verfolgen. Da hat die Alexandra dann auch ein Video gemacht. Und, oder macht eins heute. Und ich will auch nochmal nach Klamotten gucken. Ich hatte mir bei dem einen Stand sehr gute Poloshirts gekauft, fand sie aber noch ein bisschen zu teuer. Ich will nochmal gucken, ob ich noch einen anderen Stand finde, der ein bisschen günstigere noch hat. Vielleicht auch in der ganz guten Qualität. Müsste ich mal anfassen und anprobieren. Gucken wir uns mal um. Ich zeige euch mal, was man so alles momentan in der Saison auf dem Markt bekommt. Und die Alexandra fährt hier sportlich nach unten. Obwohl, hier geht es ja gar nicht sportlich gerade, sondern wir sind an Baustellen vorbei. Es wird immer noch viel gebaut. Aber Ende des Jahres ist das hier alles fertig, so wie das aussieht. Und dann ist hier ja nichts mehr zu bauen. Ne? Was man hier halt unbedingt braucht, wenn man auf den Markt geht, ist so ein Hacken-Porsche. Das ist unser großer Hacken-Porsche. Der ist nicht so gut gefedert. Dafür hat er wahnsinnig viel Platz und da kriegen wir alles rein. Und alles zu essen und zu trinken. Was also trinken, kaufen wir da jetzt nichts. Aber wir werden sicherlich mal Saft trinken heute auf dem Markt. Auf jeden Fall. So, jetzt sind wir an der Stelle reingegangen, wo es die ganzen Lebensmittel gibt. Es gibt ja auch einen ganz großen Bereich mit Kleidung. Jetzt sind wir da, wo es hier Oliven gibt und Obst und Gemüse ohne Ende und Eier, wenn man will. Ja. Die Eier würde ich aber bei unserem Friseur kaufen. Das merkt man ganz klar, bei den Kindern essen ja hin und wieder mal ein Ei. Dann, wenn man die Schale aufschlägt, wenn die so hart ist, dann haben die genügend Auslauf und vor allem Vitamin D. Und hier auf dem Markt oder auch in den Supermärkten ist die Qualität nicht so gut. Obwohl hier auf dem Markt kann es auch sein, dass sie sehr, sehr gut ist, weil es hier auch Kleinbauern gibt. Ne? Ja, und hier sieht man nochmal hier die Auswahl. Riesendings hier, Tomaten, 5 türkische Lire, die haben jetzt gerade Saison, und 7,50 Lira für Orangen und hier alles da, was das Herz begehrt, ja. Also wahnsinnig gut, also jeder geht hier eigentlich gerne auf den Markt. Manchmal ist es ein bisschen stressig, ja, aber sieht gut aus, auch die Äpfel sehen toll aus hier. 8 türkische Lira für ein Kilo Äpfel. Das sind knapp 50 Cent, 55 Cent oder so. Die Auswahl ist hier so groß, dass man sich kaum entscheiden kann. Hier sah auch Wassermelonen haben auch Saison. Da kostet das Kilo jetzt 6 türkische Lira. Also ist wirklich sehr, sehr günstig. Ja, auch andere Melonen. Und hier Grünzeug auch ganz wichtig, gerade für uns, viele leckere grüne Sachen zu haben. Und wir müssen das jetzt erstmal eindecken mit ganz viel Gemüse und dann noch Obst obendrauf, vor allem Äpfel brauche ich. Wir machen gerade Rohkost und habe gestern gemerkt, ohne Äpfel geht es bei mir nicht, das ist eine meiner Lieblingsobstsorten. Und wenn ich nicht zwischendurch immer mal einen Apfel essen kann, ist es wirklich schwierig. Ja. Aber die Sachen sind hier auch extrem frisch. Was auch gerade Saison hat, sind Kirschen, die sehen auch sehr, sehr lecker aus. Aber momentan bin ich nicht so der Kirschentyp. Ich mag gerne gerade Erdbeeren, Bananen, Äpfel, und alles mögliche andere, aber Kirschen habe ich jetzt irgendwie nicht so Lust, immer so zyklenweise. Da gibt es zum Beispiel Nüsse und Datteln und sowas, da muss ich auch gleich nochmal gucken.
Und Alexandra filmt auch gerade was. Wir werden uns wahrscheinlich gleich hier einen Saft gönnen. Da gibt es nämlich einen Saftstand, da kann man überall frisch gepressten Saft kaufen. Das machen wir gleich mal. Vielleicht so gemischt Granatapfel und So, wir werden uns jetzt mal ein paar Walnüsse nochmal kaufen, ein paar Datteln, ein paar günstigere und noch ein paar Cashewkerne, um einfach uns leckere Soßen auch draus zu machen. Oder hier mit Walnüssen kann man auch ganz gut mit Sojasauce, wenn man das so klein häckselt, so eine Art Hackfleisch machen. Rohkost. Ja, ist nicht so meins. Nee. Und wir gönnen uns jetzt auch mal ein paar Avocado, die kosten hier 15 türkische Lira. Bei dem aktuellen Kurs ist das unter einem Euro. Und die kommen hier direkt aus dem Ort oder aus dem Nachbarort. Hier gibt es auch noch so ganz reife Avocado, wenn man also eine Guacamole plant zu machen, kann man hier auch für 10 türkische Lira Avocado kaufen, die schon etwas reifer sind, ja. Aber die sind auch schon ziemlich reif. Ja, das nehmen wir mal mit. Worauf ich auch jetzt voll Bock hätte, da werde ich mir mal gleich mal ein paar kaufen, wäre so ein Kilo von diesen Riesentomaten. Die kann man dann super aufschneiden, mit ein bisschen Kräutersalz oder so essen. Auch sehr, sehr lecker, wenn wir gleich noch mal ein Kilo mitnehmen. Genau, wenn man hier alles so trifft, den lieben Herbert und seine Frau. Ja. Genau, ich verlinke euch den Herbert mal unter diesem Video und am Ende. Ja, der Herbert, der macht immer die besten Marktvideos. Ja. Seitdem weiß ich überhaupt erst, dass es hier so einen tollen Markt gibt. Ne? Frisch verheiratet. So, wir sind jetzt genau an der Grenze zwischen den frischen Lebensmitteln und den Textilien. Hier gibt es jetzt Schuhe, in meiner Größe gibt es hier nichts. Ich habe Schuhgröße 48, das kannst du vergessen. Und dann kommen halt hier ganz viel coole Sachen. Ich will mal nochmal nach Shirts gucken. Hosen habe ich genug, Socken habe ich genug, Unterhosen sollte ich genug haben. Und ja, aber wir könnten auch mal einen Saft trinken vielleicht erstmal, ja. Und hier gibt es dann halt Sachen, die man sonst in den Supermärkten oder in den Kaufhäusern nicht so kriegt, ja. Vor allem damit irgendwelchen Marken drauf, ne. Wenn man drauf steht, ja. Wenn man kleinere Füße hat, kann man hier auch ganz gut Schuhe kaufen, ja. Und Badeschlappen, aber alles nicht in meiner Größe, ja. Das ist immer, ich muss mir meine Sachen entweder online bestellen oder aus Deutschland mitbringen, wenn ich mal drüben bin. Aber ich habe auch in Deutschland Probleme, meine Schuhgröße zu finden. Das ist einfach so. Wichtig ist, gerade wenn man nach Klamotten sucht oder sowas, erstmal durchzugehen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Jetzt finde ich aber den einen Stand nicht mehr, wo ich mal gesehen habe, dass sie sehr, sehr günstige Poloshirts haben. Ich wollte mal da nach der Qualität nochmal gucken, aber irgendwie sehe ich ihn jetzt nicht mehr. Und mal gucken, aber es ist jetzt wahnsinnig viel hier mit Kappen und Shirts und Klamotten und Jacken gibt es viele, so also Winterjacken. Kann man natürlich auch außerhalb der Saison kaufen und hat dann was in Deutschland oder auch hier. So, nach dem Stand habe ich gesucht hier. Den gibt es hier auf dem Dienstagsbasar, wahrscheinlich auch am Samstag. Gibt es recht günstige Poloshirts für 6 Euro das Stück. Da habe ich mir jetzt 10 Stück ausgesucht in meiner Größe. Hatten auch meine Größe 3XL. Und ja, bin ich sehr zufrieden. Und das ist jetzt halt gut für den Sommer. Poloshirts sind dann doch ein bisschen besser als normale Shirts. So vom Schwitzen her, hier wird es ja doch recht warm. So sehen meine neuen Hemden ungefähr aus. Ja, finde ich wirklich schön. Ja, habe mir 10 verschiedene ausgesucht, verschiedenste Marken. Und das Beste an allem, es ist besser als das Original.